No Friends Club, was geht ab? Dima ist am Start mit Sidney Bernie, was geht? Leute, viele von euch wissen, ich habe kasachische Eltern, beziehungsweise meine Eltern kommen aus Kasachstan und sind hierher gekommen vor sehr vielen Jahren. Das bedeutet, ich bin russisch aufgewachsen, kann auch russisch sprechen, habe russisches Essen gegessen mein ganzes Leben lang. Ihr kennt ja auch alle Mama Dima. Und deswegen gehen wir heute in den russischen Laden und kaufen da ganz viel Zeug an. Pelmeni, Süßigkeiten, ich werde euch alles zeigen, alles was ich damals gegessen habe, was ich immer noch esse. Wir sind auf jeden Fall gespannt, also dabei! Leute, wir stehen jetzt vom russischen Laden, aber so wie wir aussehen, so können wir gar nicht reingehen. Das geht gar nicht. Wir müssen uns neu dressen. Let's go! Oh, so sieht viel besser aus. Schon viel besser. So können wir auf jeden Fall reingehen, glaube ich. Ja, definitiv. Also ich weiß nicht, woher das kommt, aber man sagt ja immer, alle Russen tragen immer nur Adidas. Tripalowski. Also Tripalowski heißt auf jeden Fall drei Streifen. Daher genau kommt das Ganze. Genau, wie hier. Adidas. Und jetzt gehen wir rein. Los geht's. Leute, das übelste Klischee, aber es ist einfach wahr. Jeder Russe liebt Semitschki. Das sind Sonnenblumenkerne für dich auch, Sidney, und für alle, die nicht wissen, was das ist. Es gehört auf jeden Fall zu jedem Russen dazu. Und überall, wo irgendwie ein Russe gechillt hat, siehst du einfach Sonnenblumenkerne auf dem Boden. Pelmeni. Also das ist wirklich, das, glaube ich, das eines der geilsten russischen Gerichte, die es gibt. Das ist einfach nur Fleisch mit Teig, aber super geil. Dann brauchen wir auf jeden Fall auch Smetana. Das ist Schmand. Das ist für die Pelmeni. Man dippt die da rein. Leute, schaut euch das mal an, was es hier so für Reis gibt. Den hat meine Mutter immer gekauft. Und vor allem, der ist irgendwie nie leer geworden. Das Zeug. Leute, hier sind wir in der Süßigkeitenabteilung. Und hier sind so viele Süßigkeiten. Dann nehmen wir jetzt einfach von allem ein bisschen was mit. Ein bisschen davon. Ein bisschen davon. Leute, was ich gefunden habe, die sind super geil. Die sind einfach sauer. Die sind sauer in der Mitte. Das ist wie so Heubrause. Richtig geil. Davon nehme ich ein paar mehr mit, Digga. Diese Dinger waren immer dabei. Immer wenn wir Tee getrunken haben oder sonst irgendwie Chai oder Kaffee oder irgendwas. Und das waren die geilsten. Mit diesem. Ja, die sind einfach die allergeilsten. Das sind einfach die allergeilsten, Leute. Die mit Marmelade in der Mitte. Die waren so geil. Leute, wir sind hier im Paradies. Das ist einfach Sgushenka. Das ist gezuckerte Kondensmilch. Aber das kannst du dir auf deinen Toast schmieren, auf dein Brot, sonst wohin. Es ist einfach richtig geil. Einfach wie Nutella. Das ist schon Nutella. Was? Ich schwör's dir. Kukuruzne Palatschki. Das sind Maisstäbchen. Lecker. Die sind richtig nice. Das ist so. Kennt ihr diese Erdnussflips? Nur halt in süß. In süß. Das ist richtig geil. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was auch irgendwie meine ganzen Verwandten immer gegessen haben, waren diese Dinge hier, wenn sie was getrunken haben. Ich habe es aber nie verstanden, wie man das essen kann. Ich finde, das sieht schon nicht nice aus. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nie probiert, einfach weil es nicht appetitlich aussieht. Zu jedem Tee, der dir serviert wird, werden dir immer Sushki und Präniki serviert. Also das sind einfach ikonische Dinger, die liegen bei jedem zu Hause. Von den Getränken her, Leute, müsste man auf jeden Fall Tarhun musst du auf jeden Fall mal probieren. Probier ich. Ich weiß nicht, wonach das schmeckt, das Zeug ist einfach grün. Buratino auf jeden Fall. Chivurashka, ja. Auf jeden Fall, das sind so die drei Getränke, die muss man mal probiert haben. Dann probieren wir nochmal. Sirki, Leute. Sirki sind übertrieben geil. Das ist einfach Frischkäseriegel. Gefroren. Ja, aber die sind gefroren. Und da ist halt, die mit Mohn sind die besten, aber es gibt einfach, die sind alle gut. Das habe ich noch nie probiert, aber Emil, Sidney und ich werden das jetzt mal probieren. Ich glaube, das ist Sandwich-Eis, richtig nice. Okay, Leute, jetzt sind wir fertig mit dem Einkaufen. Und wir haben so viel gekauft, es ist jetzt wirklich der ganze, überall irgendwas mitgenommen. Jetzt können wir uns wieder umziehen. In 3, 2, 1. Jetzt sind wir wieder normal gekleidet. Also packen wir das jetzt alles ins Auto und probieren es zu Hause. Let's go. Leute, wir probieren jetzt schon mal das Eis, weil das schmilzt gerade. Das wollen wir ja nicht. Boah, das ist schon voll geschmolzen. Das ist schon richtig geschmolzen. Oh, Junge. Boah, ist mir voll geil. Ja, okay. Ein bisschen Karamell auch, ne? Ja. Karamell-Vanille. Schon ein bisschen Karamell-Vanille. Also, okay. Den Rest probieren wir zu Hause. Mhm. Und jetzt fahr ich los. Wir sind jetzt zu Hause, haben das ganze Zeug hier. Einmal Semitschki, Sonnenblumenkerne. Das haben wir hier, Sambitaka. Und auch Sonnenblumenkerne mit Zucker. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist wie Sand. Wir werden es gleich sehen. Doch, die anderen sind klein. Oh. Ich liebe solche Verpackungen. Du merkst einfach, es ist halt, guck mal, sowas kennst du gar nicht. Aus irgendwie deutschen Süßigkeiten oder so. Ich glaube, ich wäre dafür, dass wir gleich hiermit anfangen. 3, 2, 1. Okay. Ein paar Nüsse sind drin. Ist ein bisschen zäher. Ich mag das, wenn das so zäh ist. Ich dieses dicke Ei. Also ich bin echt gespannt, was das ist. Probieren wir dann mal. Voll komisch. Irgendwie ist da noch eine getrocknete. Oh, nee. Ich mag sowas gar nicht. So eine getrocknete Aprikose oder so. Ja, geht geil. Da habe ich irgendwie so Schokoladiges erwartet. Also sowas mag ich gar nicht. Emil, du kannst auf jeden Fall auch mal probieren, wenn du Bock hast. Eine Aprikose ist da drin, ne? Ja. So, dieser Mix ist nicht so nice, ne? So Schokolade mit irgendwie. Das schmeckt was getrocknetem. Ist komisch. Tribalowski! Tribalowski! So. Oh! Oh, ich habe mega geil. Nice, oder? Schau mal, die sind die Käsebällchen von der Form her. Nur, das ist einfach Zucker. Einfach süß.
Puderzucker drüber. Kommen wir zu Halva. Also eben konnte ich es noch nicht erklären. Das müsst ihr euch auch ansehen. Es ist, ich bin so gespannt, es sieht richtig so aus, als wäre das ist. Leute, so sieht das Ganze aus. Ja, ganz ehrlich, das sieht so aus wie Hundescheiße. Wie ein getrockneter Kaugummi auf dem Asphalt oder so. Das ist so widerlich. Aber das ist Zucker mit Sonnenblumenzeugs. Das sind Sonnenblumenkerne. Und das löffelst du. Jetzt bin ich sehr gespannt. Probierst es. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich hatte noch nie so einen Geschmack. Ist komisch, ne? Also es ist was Eigenes, aber schmeckt lecker, ne? Das sieht echt scheiße aus, aber es schmeckt echt gut. Sushi. Also ganz ehrlich, ich hab's mir vorhin angeguckt, die sehen echt nicht cool aus. Die sehen super langweilig aus. Aber. Und ich glaube, die schmecken auch ultra langweilig. Und die schmecken auch langweilig. Die sind aber gar nicht ungesund. Was? In 100 Gramm sind 14 Gramm Zucker. Also die müssen, aber die müssen süß sein. Also die müssen süß sein. Ja, nicht langweilig. Sein. Also mit einem Tee oder so, das ist richtig nice. Also wenn wir jetzt einen Tee hätten, den so da reintunken oder so, oder dazu Chai trinken. Von dem ganzen Zeug wird man echt durstig, weil es halt echt trocken ist. Also probieren wir einfach mal Tarun. Auf jeden Fall ist das Tarun. Ja, ich habe das halt als Kind immer getrunken. Da gibt es auch noch diese, es gibt noch diese Riesenflaschen. Wir haben jetzt 0,5 geholt. Aber es gibt im russischen Laden diese 3001 Milliliter Flaschen. Wenn ihr euch fragt, wieso 3001? Das liegt daran, dass Pfand bis 3 Liter sein muss in Deutschland. Und bei 3001 Milliliter gibt es kein Pfand, muss man kein Pfand mehr geben. Das wusste ich gar nicht. Ich weiß es auch nicht, ich habe es gerade erfunden. Aber ich habe gerade richtig Bock, das zu trinken. Es ist, ich bin so gespannt, wie das schmeckt. Ich habe keine Ahnung mehr, beschreiben kann. Leute, das ist Waldmeister. Das ist Waldmeister. Probiert mal, das ist Waldmeister. Ich kam gerade, jetzt kam ich sofort auf den Geschmack. Das ist Waldmeister. Stimmt. Ich habe keine Ahnung mehr, beschreiben kann. Emil? Was für den Geschmack kennst du nicht? Das ist ganz normal das Waldmeister. Ja, ich bin da ein bisschen da drauf. Schmeckt aber gut, muss man sagen. Aber davon kann man nicht so viel trinken, finde ich. Wenn wir gleich schon bei den Getränken sind, können wir auch gleich Chiburashka probieren. Chiburashka ist das kleine Äffchen hier mit den Ohren. Das ist aus einer russischen Serie. Da steht einfach nur Limonade drauf. Probiert halt mal und dann würde ich auch noch probieren. Lecker. 1 bis 10. Nee, 7. 7. Ich gebe dir 6,9. Ich bin immer solche unnötigen. Du bist so unnötig. Aber ich liebe dich trotzdem. Aber jetzt kommen wir zu meinen Lieblingen. Und zwar diese Brause Bonbons. Und du hast gesagt, die muss man lange lutschen, deswegen dauert das ein bisschen länger, Leute. So sehen die aus? Mhm. Aber die Brause ist nett. Komm schon. Will ich mal das? Ich mag Brause, ich mag sauer. Auf jeden Fall habe ich die immer in der Kindheit gegessen. Immer, ich weiß noch ganz genau, mit meinem Nachbarn damals. Wenn wir in den russischen Laden gegangen sind, haben wir immer diese Dinger geholt. Wow! Und die ganze Zeit einen nach dem anderen reingestopft. Jetzt wird's brausig. Mhm. Mhm. Bis ich alle durch rumnehmen. Und zu guter Letzt die Präniki. Oder wie man sie auch kennt, Feingebäck mit Füllung aus karamellisierten, gezuckerten Kondensmilch. Da bin ich sehr gespannt. Ich will jetzt aufreißen. Warte, warte, hey, wo? Oh, verletzt mich denn nicht? Mit einem Löffel. Schneiden die aus? Sind die hart? Ja. Die sind hart. Guck mal, wow. Also, die sehen so aus wie Lebkuchen. Ja, die sehen aus wie Lebkuchen. Genau so. Und auch von der. Aber die schmecken gar nicht wie Lebkuchen. Okay. Aber Lebkuchen so ist richtig geil. Super weich. Ganz ehrlich, von Gebäck voll wie Lebkuchen. Ja, das ist eine Füllung drin. Ja. Aber sehr geil. Auf jeden Fall zum Kakao, Tee. Das war immer so. Also sobald es Tee gab, gab es gleich Süßigkeiten. Ohne Tee hast du keine Süßigkeiten. Also hab ich mich mehr gefreut, wenn wir Tee trinken. Also es ist das Beste. Das war das Beste, immer einen Tee zu trinken. Aber Leute, ganz ehrlich, ich finde die hier, bitte 10 von 10. Ich finde die alle geil. Ich esse die andauern. Das ist auf jeden Fall auch mein Favorit. Das sind einfach die besten. Kokosnüsse und Paprika. Also safe, Süßigkeiten sind nice, aber zu viele sind auch nicht gut für euren Körper. So ab und zu kann man sich mal welche gönnen, aber man sollte jetzt nicht in solchem Ausmaß das Ganze übertreiben. Ich fühle mich jetzt schon schlecht dadurch, dass ich jetzt schon so viel probiert habe. Ich werde jetzt, glaube ich, erstmal ein paar Wochen nichts mehr anfassen. So Leute, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ihr gerne reinschreiben, was ihr davon kennt, was ihr schon mal probiert habt, was eurer Meinung nach von dem, was hier liegt, das Allergeilste ist. Ich hoffe, dir hat das genauso viel Spaß gemacht wie mir, das Ganze hier zu essen. Sehr viel Spaß gemacht. Sehr nice. Dann lasst sehr gern ein Abo da, aktiviert die Glocke. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Ciao. Ciao. Alle Leute sehen. Dima bleibt am Ball wie Mbappé. Und ich weiß genauso, wird es gehen.